Herzlich willkommen zu den Auflösungen der Battle-Runden im Achtelfinale. Als erstes werden euch die Änderungen in der Jury vorgestellt. Danach erfahrt ihr die Bewertungen der Battle-Runden und somit auch, wer weiterkommt. Als letztes werden dann die Änderungen für das Viertelfinale präsentiert. In der Jury hat sich ein wenig geändert. Kaiser aka Ultimative hat die Jury aus Zeitgründen verlassen. Wir haben uns um passenden Ersatz bemüht und haben deshalb zwei neue Jurymitglieder eingestellt, die ich hiermit herzlich begrüße. Zum einen ist Yavi Jin dazugekommen, die schon im Achtelfinale bewerten durfte. Zum anderen El Chiaro, der erst im Viertelfinale bewerten darf, da er mitten in der Bewertungsphase aufgenommen wurde. Und nun zu den Bewertungen. Im ersten Kampf traten Creepy Smile und Marco 103 gegeneinander an. Smile hat leider nicht eingereicht und somit ist Marco 103 automatisch weiter. Im zweiten Kampf trat Nightmare Creepypasta und Little Miss Creepypasta gegeneinander an. Es gibt eine Jurybewertung von mal 3, da es eine sehr hohe Aktivität gab. Little Miss Creepypasta hat 5 Stimmen von der Jury erhalten, also damit 15 Punkte. Außerdem erhält sie 27 Punkte von dem User-Voting. Nightmare Creepypasta erhält 2 Punkte vom User-Vote. Miss Creepypasta gewinnt damit. Im dritten Kampf trat Shanjidori gegen Moonlight Stories an. Da es einen sehr großen Abo-Unterschied gibt, haben wir die Wertungen der Jury um 3 erhöht, sodass jede Stimme der Jury um 3 multipliziert wird. Chan erhält von der Jury 4 Stimmen. Das ergibt eine Punktzahl von 12. Von dem User-Vote erhält sie 10 Punkte. Moonlight Stories erhält von der Jury 1 Stimme. Das ergibt eine Punktzahl von 3. Vom User Vote erhält er 14 Punkte. Damit steht es 22 zu 17 für Chanchidori. Im vierten Kampf trat Refinei gegen Demo the Grim Reaper of Mind an. Dies war ein sehr knappes Duell. Es gab von der Jury 2 Enthaltungen. Refinei erhält von der Jury 2 Punkte und von dem User Vote 7 Punkte. Demo erhält von der Jury 1 Punkt und von dem User-Voting 7 Punkte. Damit steht es 9 zu 8 für Refinei. Im fünften Kampf trat Casey gegen Magtim an. Magtim ist ein Jurymitglied und durfte nicht abstimmen. Casey hat von der Jury 1 Punkt erhalten und von dem User-Vote 6 Punkte. Magtim hat von der Jury 3 Punkte erhalten und von dem User-Vote 9. Damit steht es 7 zu 12 für Magtim. Im sechsten Kampf trat El Chiaro gegen Hellchester an. Das war eines der knappesten Battles. Hellchester durfte natürlich nicht abstimmen. Da es einen Abo-Unterschied gibt, werden die Stimmen der Jury um 2 multipliziert. Chiaro hat 2 Stimmen erhalten und somit 4 Punkte von der Jury. Außerdem erhält er 6 Punkte vom User-Vote. Hellchester hat ebenfalls 2 Stimmen von der Jury erhalten und somit auch 4 Punkte. Außerdem erhält er 7 Punkte vom User-Vote. Damit steht es 11 zu 10 für Hellchester. Im siebten Kampf trat Ahernie gegen Mephistus Erbe an. Ahernie durfte nicht abstimmen. Ahernie hat von der Jury 1 Punkt erhalten und vom User-Vote 9 Punkte. Mephisto hat von der Jury 3 Punkte erhalten und vom User-Vote 11 Punkte. Damit steht es 14 zu 10 für Mephistus Erbe. Im achten Kampf trat Hidenki gegen Asthena an. Asthena durfte nicht abstimmen. Hidenki hat von der Jury 4 Punkte erhalten und vom User-Vote 6 Punkte. Asthena hat keinen Punkt von der Jury erhalten und vom User-Vote 7 Punkte. Damit steht es 10 zu 7 für Hidenki. Um es zusammenzufassen, weiter sind Marco 103, Little Miss Creepypasta, Chanchidori, Refinei, Magtim, Hellchester, Mephistus Erbe und Hidenki. Herzlichen Glückwunsch! Und nun die Paarungen. Im Viertelfinale treten an Marco 103 gegen Little Miss Creepypasta, Chanchidori gegen Refinei, Magtim gegen Hellchester, Mephistus Erbe gegen Hidenki. Die zu vertonenden Creepypastas findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr ladet eure Audiodatei auf fileupload.net hoch und schickt uns den Link per PN. Wenn es dabei Probleme geben sollte, könnt ihr die Datei auch per Skype schicken. Die Namen von unseren Beratern findet ihr in der Videobeschreibung. Der Einsendeschluss ist der 26.07.2014 um 20 Uhr. Die Videos werden ab dem 27.07.2014 jede halbe Stunde ab 15 Uhr hochgeladen. Dann habt ihr jeweils bis zum 01.08.2014 bis 15 Uhr Zeit, eure Stimmen abzugeben. Am Sonntag, den 3.08.2014, erscheint dann ein Bewertungsvideo.
doch diesmal ist es ausführlicher von der Jury her. Und denkt immer schön brav daran. Keine Soundeffekte, Stimme darf verstellt werden und die Musik erhaltet ihr von Grau, Mew oder Inkompetent. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt diese in die Kommentare oder addet uns in Skype.